Und ich komme jetzt zu einem guten alten Freund. Naja, so alt ist er jetzt auch wieder nicht. Ich freue mich, dass er hier ist. Er ist 12 Jahre jung. Hier ist der Quirin Weber. Herzlich willkommen. Quirin. Aber die Ehre. Aber die Ehre, mein alter Spezi. Um was geht euch so? Ja, taugt schon. Taugt schon? Ja. Ja, taugt schon. Sag einmal, lieber Quirin, du bist ja jetzt schon ziemlich erfolgreich. Bei meinem Kollegen und Freund Florian bist du auch schon öfter des Weges durch die Hallen durchgefahren mit den Fahrrädern. Hast du da eigentlich so ein richtiges, großes Vorbild so? Ja, schon. Ja, du brauchst dich jetzt nicht schämen. Du kannst ruhig mal in die Kamera rein sagen. Glaubst du wirklich? Ja, die fängt ja vielleicht mit an. Ja, da hast du schon recht. Fängt das vielleicht oder geht's weiter mit Nein, mein großes Vorbild ist meine Mama. Deine Mama? Ja. Na, herzlichen Glückwunsch, das ist noch besser. Quirin Weber! Heute hab ich verschlafen. Der Wecker hat nicht geläut, fürs Waschen und Campen war leider nicht mehr sein. Am Schulweg mit dem Radl, da haut's mich auch noch hin. Das darf doch nicht wahr sein, warum denn immer hin? So ein Schmarrn, das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, man hat's nicht immer leicht auf der Welt. Wer hat heute so viel Pech für mich bestellt? Sagt sie mir, das hat mir gerade noch. Mit fetter Verspätung komm ich dann in die Schule. Da steht der Direktor und findet es gar nicht cool. Zur Strafe, da bringt er gleich was zum Lernen auf, damit mir nicht fad wird am Nachmittag zu Haus. So ein Schmarrn, das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, man hat's nicht immer leicht auf der Welt. Wer hat heute so viel Pech für mich bestellt? Gerade noch gefehlt. Es gibt im Leben Tage, da ist es ohne Frage. Besser man bleibt gleich im Bett und wartet, dass die Zeit vergeht. Dann seh ich meine Flamme, die Rosi aus dem Spee, am Schulhof Händchen halten mit Patrick. Am Blick zu, ein bisschen wie Brad Pitt. Doch sie ist beschäftigt und kriegt es gar nicht mit. So ein Schmarrn, das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, man hat's nicht immer leicht auf der Welt. Wer hat heute so viel Pech für mich bestellt? Sagt sie mir, das hat mir gerade noch gefehlt. Und warum passiert sowas immer nur mir? Man sagt ja, das Glück ist ein Vogel. Bei mir muss es sich aber um einen Pechvogel handeln. Nochmals, ja, war ich's. So ein Schmarrn, das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, man hat's nicht immer leicht auf der Welt. Wer hat heute so viel Pech für mich bestellt? Sagt sie mir, das hat mir gerade noch gefehlt. Zement, warum passiert das immer mir? Mein bayerischer Freund und Kollege, ich freue mich sehr, dass er hier war. Ja.